Es ist immer wieder ein faszinierendes Gefühl, beim höchsten Berg Österreichs so ganz nah dem Großglockner zu sein. Der Kaiser der österreichischen Alpen ist aber nur eines von vielen Highlights, die ich auf der Kärntner Seite des Nationalparks Hohe Tauern erwandert habe. Marco vom Kärntner Nationalparkteam bringt mir den Großglockner näher. Und die Pasterze kennt man, ist gerade in Zeiten des Klimawandels auch sehr emotional, weil man immer wieder hört, der wird noch weniger. Wie lange haben wir denn noch? Ja, die Prognosen sind unterschiedlich. Die einen sagen so, die anderen so. Aber selbst wenn eines Tages der Gletscher abschmelzen sollte, dann kommt was anderes. Pasterze heißt übrigens auf Slowenisch so viel wie Viehweide. Also das heißt, dass da einmal was anderes war wie ein Gletscher. Wir haben da hier oben während des Sommers jeden Tag zwei geführte Wanderungen. Die Panoramarunde, die dauert ungefähr eine Stunde. Und entlang von diesem Panoramaweg kriegt man einfach einmal das Wichtigste über den Nationalpark erklärt. Da befinden wir uns jetzt in einem Wildschutzgebiet. Das hat den Zweck, dass da die Steinböcke, die da einfach heimisch unterwegs sind, einfach auch mal ein bisschen eine Ruhe genießen können. Und wir haben den Blick drauf mit unserem Fernglasl. Also ich glaube, das passt für alle Beteiligten. Jetzt erst einmal richtig stehen da. Gestochen scharf sehen wir jetzt da Richtung Johannisberg auf. Einer der höchsten Gipfel in der Glocknergruppe. Mit Marco entdecke ich Edelweiß und so manches pikante Detail. Das heißt hier Kaiser Franz Josefs Höhe, gell? Genau, ja. Weil der Kaiser, der war nämlich 1856 einmal da und hat sich rauf chauffieren lassen. Und demnach ist sie benannt. Das Rote auf seinem Hut, was man da sieht, kann der Amtsschimmel sein. Ja, wieso? Jetzt Schmione. Ah, das ist Vogelscheiße und die schimmelt. Wir befinden uns da mittendrin im sogenannten Tauernfenster. Viele Leute wissen nicht, dass in den Hohen Tauern auch unterschiedlichste Gesteinsarten auf so engem Raum vorkommen. Und das Ganze kann man erleben bei einer geführten Wanderung mit unseren Nationalpark-Ranger. Geht man da ganz entspannt am Kamm entlang rüber, bis man aufs Hochtor kommt und dann geht man wieder zurück. Das Ganze dauert in etwa 4 Stunden und man kann viel mitnehmen an Erinnerungen. Wir sind da in einer wunderschönen Umgebung, mitten im Nationalpark Hohe Tauern, in der Kernzone sozusagen. Und der Weg da rein in Seebachtal, der ist einfach zu begehen für Menschen, die einfach Lust an der Natur, an der frischen Luft haben, aber die es auch gerne mal ein bisschen gemütlich angehen wollen. Der Nationalparkort Malnitz ist idealer Ausgangspunkt für ganz unterschiedliche Wandererlebnisse. Die Ankogelbahn führt uns ins Hochgebirge. Wir befinden uns hier auf ca. 2600 Meter Seehöhe. Ihr habt gemerkt, es ist ein wenig kühler da, die Sonne ist sehr intensiv, deswegen Sonnenschutz nicht vergessen. Und unser Weg führt uns ca. 1,5 Stunden in diese Richtung, zu dem Bergkamm da vorne, der im Schatten liegt. Nationalpark-Ranger Christian führt uns sicher durch Stein und Schnee und bringt uns die Wildnis des Nationalparks Hohe Tauern näher. Das ist ganz eindeutig eine Gemse und schaut aus wie ein junger Bock. So vielfältig ist der Nationalpark Hohe Tauern. Wenn man alleine wandern geht, geht man oft so ein bisschen vor sich hin und man nimmt die Dinge gar nicht so wahr. Und wenn man dann eine geführte Tour hat, dann lernt man viel einfach die Tiere, die Pflanzen kennen. Man kriegt noch mal mehr ein Bewusstsein für die Gegend, in der man sich bewegt. Darum geht es, dass wir uns als Menschen einfügen in das Biotop, wo wir uns gerade befinden. Zum Abschluss unserer Tour kehren wir im Hannoverhaus ein. Danke, ah, das schaut schmackig aus. Sehr gut, super. Das haben wir aber jetzt verdient. Probieren wir es, jetzt geht's los. Ich habe immer geglaubt, Malta ist ein Inselstaat im Mittelmeer. Aber es ist auch eine Wanderregion im schönen Kärnten, im Nationalpark Hohe Tauern. Tal der stürzenden Wasser wird das Maltatal genannt. Völlig zu Recht, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Wir sind heute bei den Gößfällen da. Standort ist da. Wir gehen jetzt den Wasserarenenweg hoch, entlang einer uralten Schlucht. Caroline macht die Wanderung zu einem spannenden Erlebnis für Kinder wie für Erwachsene.
Also was man da jetzt von den Tieren sehen könnten, das ist der Feuersalamander, die schwarze Nacktschnecke. Allerhand so eine Tiere, die was das Wasser lieben. Erst musst du die Hände waschen, reinschauen und das Wasser trinken. Gell? Haben wir jetzt den Breitwegerich, gell? Das gebe ich euch jetzt gleich mit zum Kosten. Tupst es im Mund rein und tupst es kauen einmal. Und dann tupst mal sagen, nach was das schmeckt. Schmeckt das? Absolut. Das sind Pilze, also mit denen koche ich zu Hause. Für die Gäste von Katschberg, Wiesa, Maltertal ist die Führung komplett kostenlos. Wie schmeckt's? Im Hintermaltertal befinden sich bei uns noch an die 10-12 Wasserfälle. Es gibt auch noch die Malteiner Wasserspiele. Das ist direkt an der Mautstelle, ein Rundweg mit vielen Wasserfallbereichen und das ist eben das Spiel der Natur. Das hinter mir ist der Fallbach. Das ist ein Naturdenkmal mit einer Fallhöhe von 200 Metern. Wir sind hier im Wasserspiele- und Erlebnispark Fallbach, ein Spielareal mit an die 20 Spielstationen für Kinder zwischen 2 und 11 Jahren. Viel mit Wasser natürlich, das wir von diesem Wasserfall beziehen. Das Wasser wird zu den Spielgeräten hingeleitet, wird bespielt auf gut Deutsch und wird dann zurückgeleitet in den Mühlbach, der da runterfließt. Das heißt, es wird weder verschmutzt noch wird es verschwendet. Elfriede klärt mich auch auf, woher das Kärntner Malter seinen Namen hat. Malta kommt von dem Wort Malontina. Aha. Das ist illyrisch und bedeutet so viel wie Steinburg oder Steingegend. Okay. Und wenn man da bei uns schaut, wir haben nichts mehr als Steine. Neben dem Wasserfall befindet sich der Fallbach-Klettersteig. Das ist einer der schwierigsten Klettersteige hier im Gebiet. Er hat wenig künstliche Griffe und Tritte nur an exponierten Stellen. Und es ist ein unglaubliches Erlebnis, neben so einem gigantischen Wasserfall nach oben zu klettern. Für Anfänger oder Familien gibt es bei uns noch den Familienklettersteig direkt an der Köln-Breinsperre oder die Kreuzwand, die in der Nähe mit über 50 Kletterrouten. Ob man jetzt klettern möchte oder Canyoning, Familienausflugsziele besuchen, wandern oder einen 3000er erklimmen möchte, bei uns ist vieles möglich. Es wird sicher nicht langweilig.